Montag, 21 Uhr. Hier ist Hart aber fair mit Frank Plasberg. Guten Abend, herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Hart aber fair am Montagabend, den ersten. Dankeschön. Er ist wieder weg. Er ist wieder weg und die Menschen hier, ob sie nun Meier oder Yilmaz heißen, können nach dem Erdogan-Besuch die Scherben aufkehren. So ist das eben nach einem Polterabend. Tatsächlich wie ein mehrtägiger Polterabend wirkte der Besuch des türkischen Staatspräsidenten in Deutschland. Spalten statt ein könnte die Überschrift sein. Oder sehen wir da was falsch? Die türkische Presse, die feiert den Besuch. Da ist von tiefen freundschaftlichen Zeichen mit Deutschland die Rede. Oder auch, wir haben die Freundschaft verstärkt. Hat sich die deutsche Staatsspitze vor den Karren einer Propagandashow spannen lassen? Oder sind Deutschland und die Türkei so schicksalhaft miteinander verbunden, dass jedes Reden, und mag es auch noch so hart sein, besser ist als Schweigen? Hart aber fair mit diesen Gästen. Cem Özdemir. Der Politiker von Bündnis 90 Die Grünen ist empört. Erdogan umwirbt Deutschland, hält aber deutsche Geiseln in der Türkei und instrumentalisiert die Moscheen in Deutschland für seine Politik. Er braucht jetzt ein deutliches Signal. So geht es nicht. Mustafa Yeneroğlu. Das Mitglied im Präsidium der türkischen Regierungspartei AKP entgegnet: In der deutschen Öffentlichkeit fehlt leider das Verständnis für die Bedingungen in der Türkei. Deshalb bleibt die Beurteilung oft einseitig. Dabei gibt es mehr Gemeinsames als Trennendes. Jürgen Hart. Der außenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion ist überzeugt, die Türkei ist seit Jahrzehnten ein wichtiger Verbündeter. Deshalb sind solche Besuche immer wichtig, auch wenn die Bilanz bescheiden ausfällt. Tuba Tekal, die Leiterin eines Integrationsprojektes, fordert, irgendwann ist es mit der Diplomatie auch mal gut und klare Kante gefragt. Erdogan und der Islamverband DITIB sollten unsere Toleranz nicht missbrauchen. Fritz Schrammer, der ehemalige Oberbürgermeister von Köln, sagt, wir haben die Moschee gemeinsam mit der DITIB als offenes Gotteshaus geplant. Dass zur Eröffnung niemand von der Stadt ordentlich eingeladen wurde, ist eine Riesenenttäuschung. Und später in der Sendung Sene Potente. Ihr Vater sitzt seit über einem Jahr in der Türkei in Haft, ohne Anklage. Sie sagt, ich gehe jetzt an die Öffentlichkeit, weil ich keinen anderen Weg mehr sehe, meinem Vater zu helfen. Frau Tekal, Sie sind Deutsche, in Hannover geboren, mit türkischen Wurzeln. Sie haben die letzten Tage aufmerksam verfolgt. Wie fühlen Sie sich heute nach diesem Staatsbesuch des Präsidenten Erdogan? Ich betrachte das Ganze ganz ambivalent eigentlich. Ich finde es wichtig, dass man ihm auf jeden Fall die Möglichkeit gibt, hierher zu kommen. Und ich finde es auch wichtig, dass wir da im Austausch bleiben. Nichtsdestotrotz habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass er sich auch ins Fäustchen lacht vielleicht. Und hätte mir gewünscht, gerade bei so einer Moscheeeröffnung, für die ja viele Kölner eben auch gekämpft haben oder für die auch viele Kölner, auch viele Bekannte und Freunde von mir geworben haben, hätte mir zumindest gewünscht, dass eben meine Oberbürgermeisterin Henriette Reker zumindest zu Wort kommen darf oder vernünftig eingeladen wird. Und da muss ich einfach sagen, da fehlt es mir so ein bisschen an Respekt, eben auch nicht nur Deutschland gegenüber, sondern der Stadt Köln vor allem, die eben viel dafür getan hat, dass diese Moschee eben aufgebaut werden kann. Ich habe gesagt, Deutsche mit türkischen Wurzeln, sie kümmern sich sehr viel um Integration, haben ein Projekt am Start, wo sie mit Mädchen mit Migrationshintergrund Fußball spielen. Da waren sie bei der Kanzlerin letztes Jahr. Wenn Sie so die Tage angucken und wir ohnehin von einem nicht einfachen Verhältnis zwischen Deutschen, Deutsch-Türken mit dem Zusammenleben hier sprechen, noch mal nach diesen drei Tagen gefragt, wird das leichter oder wird das schwerer? Oh, es wird auf jeden Fall schwerer, aber ich glaube, beziehungsweise ich finde es sowieso schon sehr schwierig, weil es komplett in eine ganz andere Richtung geht im Moment, leider. Es war auch mal anders. Ich merke es natürlich gerade bei meiner Arbeit mit den Scoring Girls oder mit unserem Menschenrechtsverein, dass eben Fragen ganz weit oben stehen, die vor 10 Jahren noch niemanden interessiert haben. Ich habe mit Eltern zu tun in meinem Projekt, die
ich gehe dann, zum einen geht es darum, ich möchte ja Mädels dazu bringen, irgendwie durch den Sport sich zu integrieren. Und da haben die Eltern Sorge tatsächlich. Also das sind Fragen, die sie mir stellen. Was ist denn aber, wenn mein Mädchen oder mein Kind jetzt bei dir Fußball spielt, was ist, wenn ich sie an die Gesellschaft verliere? Oder was ist, wenn sie ihre Wurzeln vergisst? Also das sind so Sorgen und Ängste, die muss man natürlich auch. Du meinst es an die deutsche Gesellschaft? Richtig, an die deutsche Gesellschaft. Plötzlich wir, ihr. Genau, plötzlich wir, ihr. Also die haben natürlich auch ganz andere Denkstrukturen noch. Und da ist es natürlich wichtig, diese Sorgen und Ängste auch ernst zu nehmen, auf die zuzugehen, die nicht abzutun. Und wenn eben eine Mutter Angst hat, dass das Jungfernhäutchen der Tochter reißt beim Fußballspielen, dann muss man auch das ernst nehmen. Und auch ich kenne diese Ängste und Sorgen von meinen Eltern. Von Ihren Eltern? Ja, absolut. Und deswegen gehe ich da vielleicht auch noch mal ein bisschen sensibler dran. Aber nichtsdestotrotz muss man eben mit diesen Eltern sprechen, man muss in den Dialog gehen. So, finde ich, muss man das immer machen und überall. Und deswegen ist es wichtig, denen zu sagen, das ist eben, weil bei mir war es ja auch nicht, ich sehe das eher als Mehrwert, eben Migrationsgeschichte zu haben, beziehungsweise so etwas mitzubringen. Und man kann ja nicht, also das eine schließt ja das andere nicht aus. Dialog ist das Wichtige und natürlich, Sie haben es gesagt, muss man im Gespräch bleiben. Der Staatspräsident war hier und es gibt eine besondere Form des Gesprächs, da hört einer zu und einer sagt was. Gucken Sie sich das mal an, das ist unser Gast Cem Özdemir beim Staatsbankett und er guckt ein bisschen irritiert, Herr Erdogan, und Cem Özdemir redet weiter. Was haben Sie ihm gesagt? Nee, erstmal ist es ja ein Defilé. Beim Defilé soll man irgendwie schnell vorbeigehen und irgendwie die Hand schütteln und ich dachte einfach, das Format, das kann ich ja nicht beeinflussen. Ich habe ihn ja nicht eingeladen. Einen Arbeitsbesuch hätte ich angemessener gefunden, angesichts der vielen Themen, die es zu besprechen gibt. Aber wenn ich ihn schon mal treffe, und ich kenne ihn ja von früher, als er Oberbürgermeister war, Parteivorsitzender, Ministerpräsident. Mittlerweile kann ich ja nicht mehr in die Türkei und es gibt kein Gespräch mehr. Wieso können Sie nicht mehr in die Türkei? Seit der Armenien-Resolution bin ich dort unerwünscht. Und übrigens auch bei DİTİB, was gerade genannt wurde, werde ich nicht mehr eingeladen, sondern wenn Vertreter von DİTİB in den unteren Gliederungen zusagen sollten bei einer Veranstaltung, auf der ich auch bin, dann werden die gezwungen, durch die Zentrale abzusagen. Das heißt, die dürfen sich mit mir nicht treffen. Und das war natürlich jetzt eine gute Gelegenheit für mich, da ganz bewusst hinzugehen, die Einladung anzunehmen, ihm die Hand zu schütteln. Und ich habe ihm gesagt, zwei Sachen. Erstens, es gibt eigentlich viel zu besprechen. Die Gelegenheit wird es wahrscheinlich nicht geben. Und zweitens, der jetzige Erdogan hat mit dem früheren Erdogan, mit all den Versprechungen, Aufbruch, Reformen, Liberalisierung nichts mehr gemeint. Das habe ich ihm da gesagt. Er hat Sie angeguckt. Er ist ja sowieso wie ein Außerirdischer, weil ich glaube, dass er das seit vielen Jahren nicht mehr hört. Denn früher war Erdogan ja, also die AKP kam ja in die Macht mit dem Versprechen, dass es so etwas Ähnliches sein sollte wie so eine Art CDU der Türkei. Im Bündnis mit den liberalen Kräften in der Türkei gegen die autoritären Kräfte. Und man muss ja zugeben, am Anfang haben die tatsächlich auch in der Kurdenfrage im Verhältnis zu den Nachbarn Dinge gemacht, die man so nicht für möglich hielt. Dann hat er, als er die Liberalen nicht mehr brauchte, ihnen einen kräftigen Tritt in den Hintern versetzt. Gehen wir noch mal und jetzt hat er ein Bündnis mit den Nationalisten. Und ich glaube, der ist jetzt umstellt von lauter Prinzen, die ihm wahrscheinlich ständig sagen, was er für ein toller Hecht ist, wie großartig er ist. Und deshalb, glaube ich, ist es wichtig, dass er da mal mit der Realität konfrontiert wird. Herr Jene Ruklo, Sie sind AKP-Mitglied, sind ihm näher als alle anderen hier am Tisch. Wann haben Sie ihn das letzte Mal kritisiert? In der Vorstellung von Cem Özdemir nie. Tayyip Erdogan ist zunächst einmal sich selbst gegenüber sehr kritisch. Ich erlebe ihn in den Präsidiumssitzungen der Partei. Und da diskutieren wir auch über die deutsch-türkischen Beziehungen, über die vielen Fragen, die auch in Deutschland... Ist er so selbstkritisch, dass er auf Ihre Kritik gar nicht angewiesen ist? Nein, er hört sich die Sachen an. Er hat sicherlich zu dem einen oder anderen Thema eine Antwort, aber er notiert sich alles und hört sehr, sehr gut zu. Meine Frage an Sie war, wann haben Sie ihn zuletzt kritisiert? In einem offenen Austausch ist das ja möglich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er darauf angewiesen ist,
ohne Ihnen zu nahe treten, Herr Özdemir, dass Herr Özdemir beim Staatsbankett ihm was Kritisches sagt. Kann ich mir nicht vorstellen. Die Leute, die mich kennen, die wissen, wie ich in der Türkei politisch wirke, die wissen, dass ich auch sehr kritisch gegenüber der Situation in der Türkei immer wieder sein kann. Und es ist auch so, dass der Präsident Anregungen, die von mir kommen oder auch von anderen kommen, sehr ernst nimmt, aufnimmt und sie thematisiert. Herr Özdemir, Sie haben eine Reaktion ja nicht ernsthaft erwartet. Ich habe mir die Bilder mehrfach angeguckt. Er guckt relativ starr, ein bisschen irritiert. Er ist ja ohnehin sehr maskenhaft hier durch Deutschland gegangen. Haben Sie aus der Nähe etwas anderes empfunden, was wir nicht gesehen haben? Nein, ich glaube, das Problem ist, dass der Erdogan tatsächlich seit ein paar Jahren, eben weil er eben umstellt ist von Leuten, die ihm, glaube ich, nicht wirklich sagen, wie die Lage der Wirtschaft ist, wie das Verhältnis zu Deutschland ist, wie die Stimmung hier in Deutschland beispielsweise ist, dass es die Sache einfach sehr schwer macht. Sie waren zum ersten Mal bei einem Staatsbankett mit zwei Personenschützern. Wer ist denn auf die Idee gekommen? Das habe ich nicht selber entschieden, aber man befand es nach der Sicherheitskonferenz in München. Sie werden sich vielleicht erinnern, wo ich zufälligerweise im selben Hotel untergebracht wurde wie der türkische Ministerpräsident und seine Delegation. Und am nächsten Morgen stand vor meiner Tür eine Abordnung der Münchner Polizei, weil sie sagten, aus der türkischen Delegation heraus hätte es gehießen, da sei ein Terrorist im Hotel. Ich fragte daraufhin, ob man den Terroristen geschnappt hätte. Daraufhin sagten die meinen Sie. Das Ergebnis war dann, dass die Münchner Polizei sagte, es ist vielleicht besser, wenn wir Sie begleiten, denn wir kennen ja die Bilder aus Washington. Sie werden sich erinnern, in Washington gab es ja so Szenen, wo die Bodyguards von Erdogan Demonstranten zusammengeprügelt haben, krankenhausreif geprügelt haben. Gegen die wurde ja ermittelt, gibt es eine Einreisesperre und so weiter. Und deshalb hat man das entschieden und man weiß nicht, was sind das für Leute. Insofern wollte man zur Sicherheit einfach nochmal Sicherheit im Nebenzimmer befindlich haben. Das war Gott sei Dank nicht notwendig, aber es ist natürlich schon ein komisches Gefühl. Ich bin deutscher Abgeordneter. Ich gehe zum deutschen Bundespräsidenten im Schloss Bellevue, das liegt bekanntermaßen in Berlin. Und da kommt ein ausländischer Staatsgast und man sagt, es ist vielleicht ganz gut, wenn wir zusätzlich Sicherheit haben. Also es zeigt, dass vielleicht nicht alles ganz so normal ist, wie es manche gerne dargestellt hätten. Herr Hartz, Sie reisen viel durch die Welt als außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion. Wenn Sie sowas hören, mit der normalen Diplomatie hat das wenig zu tun. Da kann man sagen, die Behörden bei uns sind hysterisch. Wie ordnen Sie sowas ein? Ich glaube, dass dieser Staatsbesuch von Präsident Erdogan eine Gelegenheit war für uns alle, ein Brennglas, einen Scheinwerfer zu lenken auf die Probleme, die wir mit der Türkei haben, die wir konkret mit der Politik von Präsident Erdogan haben. Und dass letztlich dieser aus meiner Sicht sehr ehrliche Staatsbesuch, bei dem tatsächlich auch die Dinge angesprochen wurden, sowohl zwischen den Gesprächspartnern, die mit Erdogan persönlich gesprochen haben, als auch innerhalb der Medien und innerhalb der türkischen und der deutsch-türkischen Community in unserem Lande, dass das eigentlich die Sache vorangebracht hat. Wir sind bei einer ehrlichen Bestandsaufnahme an einem Punkt, wo wir sagen, das deutsch-türkische Verhältnis ist nach wie vor erheblich belastet. Aber ich glaube, dass mehr Menschen als vorher darüber nachdenken, was wir tun können, um das zu überwinden. Vorangekommen, sagen Sie, Herr Yeniroglu, gibt es einen Satz aus den vielen Punkten, die in aller Deutlichkeit angesprochen wurden, auch die kritisiert wurden, wo Sie sagen, ja, da ist dieser selbstkritikfähige Präsident nach Hause geflogen und hat etwas mitgenommen, worüber er nachdenkt. Oder Sie? Also zunächst einmal muss man doch betonen, dass nach den letzten schwierigen 3 Jahren auch der teilweise zerrütteten Beziehung dies eine erfolgreicher Staatsbesuch dahingehend gewesen ist, dass man jetzt in einem nicht in Superlativen miteinander gesprochen hat, in einem nüchternen Ton die Themen auf Sachebene andiskutiert hat. Deswegen halte ich das für sehr gelungen. Und ich muss dazu auch sagen, dass gerade die deutsch-türkischen Beziehungen, sei es wirtschaftlich, sei es politisch, insbesondere menschlich, vor allem durch die inzwischen Millionen Binnenidentitäten, auch die wir haben, die Herr Özdemir, ich auch abbilde, und auch aufgrund der Singularität des Charakters dieser Beziehungen sehr, sehr wichtig gewesen ist, dass wir jetzt auf dieser Ebene gekommen sind. Und ich hoffe, dass wir auch gemeinsam die Herausforderungen, die Deutschland und Türkei haben, auch auf dieser Ebene annehmen können. Und dieser
dieser Besuch hat dazu gedient. Mehr hat man auch nicht erwartet. Und jetzt muss man einfach nach vorne schauen. Ähnlich wie türkische Medien, voller Erfolg, Freundschaft. Bei uns ist es eigentlich so, dass es nach einem Scherbenhaufen aussieht. Egal, was man guckt, was man gelesen hat. Reden wir über zwei verschiedene Besucher, Herr Schrammer. Nein, ich denke schon, dass die Sichtweisen einfach anders sind. Das hat man ja auch in der Art und Weise, wie geredet worden ist und wie aufgetreten worden ist. Das war für uns in Köln eine unwirkliche Situation und auch eine unwirtliche Situation. Nicht nur, dass so viele Einschränkungen im Bereich des Verkehrs und der Zugänglichkeit herrschten, sondern es war einfach auch so, die Stadtgesellschaft war plötzlich nicht mehr präsent. Und das ist in Köln etwas, was ganz ungewöhnlich ist. Und das haben wir alle auch eigentlich sehr bedauert. Ist aber wirklich so, dass ich sagen kann, es hat weder an uns als dem Moscheebeirat, dem ich lange angehöre, noch an der Stadtspitze gehört. Darf ich mal die Moschee zeigen, wenn ich Ihnen verspreche, dass wir gegen Ende der Sendung darüber noch mal ausführlicher reden. Jetzt erstmal bei dem, es handelt sich nicht um irgendeine Moschee, es ist eine Zentralmoschee, ein sehr schöner Bau. Ja. Sie haben sich dafür mehr als heftig viele Jahre lang auch gegen Widerstand eingesetzt. Das sollte mal ein Symbol der Integration werden, der Offenheit, ein Gesprächsplatz für Deutsche, Deutsch-Türken, Türken. Und heute steht das nach diesem Wochenende da wie ein Spaltpilz? Sie müssen bedenken, als wir mit dem Gesprächen anfingen in Köln mit der DİTİB zusammen, da hatten wir auch eine andere DİTİB als heute. Die Dinge, die sich in der Türkei entwickelt haben in den letzten Jahren, sind eins zu eins in der Entwicklung auch der DİTİB selbst wiedergespiegelt worden. Wir haben 5 verschiedene Vorstände gehabt, immer wieder neue Ansprechpartner. Und das, was vor 10 Jahren verabredet worden ist, das ist heute nicht mehr Thema. Und das ist sehr, sehr bedauerlich. Wenn Sie die Art und Weise des, bleiben wir erstmal, wir senden nicht nur für Köln, sondern für ganz Deutschland. Die Frage ist ja auch, ist ein Staatspräsident auf Staatsbesuch der richtige Mann, um einen solche Moschee einzuweihen? Und dann auch, da reden wir, wie gesagt, später noch drüber, ohne die Kölner deutsche Zivilgesellschaft. Aus Sicht der DİTİB, aus Sicht der Türken, aus Sicht der AKP mit Sicherheit. Ich habe das ja gespürt, dass das so gewollt war. Aus Sicht der Kölner Bevölkerung und der Kölner Stadt überhaupt nicht. Wir hätten das gerne ganz, ganz anders gemacht. Da können Sie von ausgehen. Wir hatten noch Pläne. Wir haben immer wieder eingefordert, dass wir uns gemeinsam an den Tisch setzen, ein Programm entwickeln, eine Art Volksfest daraus machen. Also wirklich eine integrative Feier. Und das hätte Köln gut gestanden, das hätte aber auch der Moschee gut gestanden. Das ist eine vertane Chance, die wir da am Samstag erlebt haben. Ja. Dann reden wir, wie gesagt, Sie haben nachher noch Gelegenheit dazu, etwas zu sagen. Wenn wir noch mal die unterschiedliche Rezeption angucken. Die Bild-Zeitung hat heute von einem Staatsbesuch der Schande gesprochen, davon, dass Erdogan sich benommen hat wie ein Berserker. Die freundschaftlichen, die Bekundungen der Freundschaft der türkischen Presse haben wir gesehen. Wie erklären Sie diesen Widerspruch, Herr Özdemir? Ja, die Erwartungshaltung war einfach völlig verschieden. Erdogan kam nach Deutschland in der Hoffnung, dass die Isolation, die die Türkei hat, die Konfrontation mit den USA durchbrochen wird, indem Deutschland, und Deutschland ist nun mal wichtig in Europa, hilft für die türkische Wirtschaft, indem es Investitionen aus der deutschen Wirtschaft gibt. Das war das wichtige Ziel dieser Reise. Man muss ja nicht wie ein Bittsteller auftreten. Man kann ja eigentlich ganz normal kommen als potenzieller großer wirtschaftlicher Partner. Vor allem ist es vielleicht nicht gerade eine gelungene Geste gegenüber dem Gastland, wenn man erstmal eine App freischalten lässt, mit der Oppositionelle denunziert werden können, ans Messer geliefert werden können. Das muss man sich mal vorstellen. Wenige Tage vor Erdogans Einreise ging die Nachricht durch die Presse, dass es eine App gibt, unter der man quasi sagen kann, hier mein Nachbar, gerne, der hat Schlechtes über Erdogan gesagt und kriegt dann bei der Einreise, wird er dann in der Einreise gehindert oder gar festgesetzt. Damit alle wissen, worüber wir reden, ich würde das gerne mal vorstellen, sie ist nicht extra freigeschaltet worden. Die gab es schon länger, aber sie ist jetzt populärer geworden. Meldungen an die Polizei über Verdächtiges oder Verbotenes. Für Türken ist das ganz bequem per App möglich. Mit ihr können Anhänger der türkischen Regierung auch Kritiker melden. Das geht weltweit, auch in Deutschland. Einfach Namen eintragen und was die oder derjenige gesagt oder geschrieben hat. Zum Beispiel im Internet gerne auch mit Fotos. Die Beschuldigten bekommen davon zunächst nichts mit. Umso größer ist dann der Schreck, wie ein aktueller Fall zeigt. Ich habe Kommentare
geschrieben zu Erdogan, er sei ein Diktator und so. Eines Tages erhielt ich eine Nachricht per Facebook, in der stand, ich habe dich angezeigt und das nächste Mal, wenn du in die Türkei kommst, gibt es für dich keine Rettung. So, Herr Özdemir, muss sich eigentlich ein Land wie Deutschland das gefallen lassen? Nein, und ich kann nur allen sagen, die da vorhaben, sich an dieser App zu beteiligen. Ich hoffe, dass die Bundesregierung bereits prüft, welche rechtlichen Mittel man da einlegen kann. Das geht nicht. Denunziation in Deutschland geht nicht. Und das gilt übrigens auch dafür, dass die Türkei ja Interpol mittlerweile missbraucht. Interpol ist dafür da, dass Schwerverbrecher dort zur Fahndung ausgeschrieben werden. Mittlerweile wissen wir, Leute, die Erdogan unangenehm sind, die bei uns in Deutschland beispielsweise leben, werden über Red Notice bei Interpol ausgeschrieben. Das heißt, wenn die in Spanien Urlaub machen, Red Notice? Da schreibt man ein, diese Person wird dringend zur Fahndung wegen Kriminalität oder Verbrechen ausgeschrieben. Und dann kann es eben passieren, sie machen in Spanien Urlaub, so ging es ja jemandem auch aus Köln. Und dann werden sie dort festgesetzt im Urlaub, weil Spanien eben erst mal prüft, ob es ein seriöses Auslieferungsbegehren ist. Das sind alles keine Gesten, wie man sie unter befreundeten Ländern macht. Ich finde, da muss die Bundesregierung Klartext reden und sagen, lasst es und lasst es bitte sofort. Herr Hart, welche Handhabe hat man denn, solche Aufforderungen zum Spitzeln, jedenfalls zum sehr leichten, kann man nachts machen, kann man zu jeder Zeit machen, kann man mit Drohnen, wie man gesehen hat, zu unterbinden? Wir haben ja bereits vor einigen Monaten Verdachtsfälle gehabt, dass in Moscheevereinen ausgespioniert und ausgespitzelt wurde. Auch von Personen, die zu DİTİB-Moscheen gehören, also zur türkischen Religionsbehörde. Und das ist ja nach deutschem Recht ganz klar mindestens ein Verstoß gegen Datenschutz. Möglicherweise ist das Verleumdung. Ich bin kein Jurist, aber eine ganze Reihe von Straftatbeständen kämen da im Zweifel in Frage. Und da muss man konsequent mit umgehen. Und wir sind natürlich auch darauf angewiesen, dass uns Personen Hinweise darauf geben, wo das stattfindet. Und ich finde das auch, was die Interpol-Geschichte angeht, also der Fall, der sich da in Spanien zugetragen hat, das wird sich wohl so nicht wiederholen, weil man zu einer anderen Rechtspraxis. Wir haben jetzt jüngst wieder einen Fall, Tübinger Busfahrer saß fest. Das sind in der Zusammenarbeit mit Interpol, muss man lernen, damit umzugehen, dass es möglicherweise tatsächlich Teilnehmer im Interpol-System aus Europa gibt, die eben das missbräuchlich in Anspruch nehmen. Und darf ich nur mal zur Aufklärung was sagen? Jetzt ist Herr Ruklo dran, weil ich würde ganz gerne mal, Sie haben jetzt beide was dazu gesagt, ihn fragen, solch ein Instrument, finden Sie das förderlich, zum Beispiel auch was das Zusammenleben von legitimen Erdogan-Befürwortern und legitimen Erdogan-Gegnern hier in Deutschland angeht, wenn es eine solche App gibt, wo ich scannen kann, du hast über ihn gesagt und ab geht's. Sie sprechen auf der einen Seite von wenn und auf der anderen Seite geben Sie eine Tatsachenbehauptung wieder. Sie, also ich hätte eigentlich erwartet, dass Sie zunächst einmal diese Meldung überprüfen und selbst auch mal bestätigen können, ob diese Behauptung der Wahrheit entspricht. Dann hätten Sie auch festgestellt, dass zum Beispiel viele Polizeibehörden in Deutschland, Polizei Brandenburg, eine eigene App hat, wo man auch Strafanzeigen machen kann. Das und ist auch, richtig. Moment, das, Moment. Das haben wir genauso, auch überprüft. Genauso wie Nordrhein-Westfalen und viele andere Länder, wo man Strafanzeigen das einreichen kann. Es geht hier nicht um eine App, wo Anhänger von Erdogan irgendwelche Anzeigen machen können, sondern wo jeder Bürger, wenn er eine Straftat feststellt, eine Anzeige. Nein, bitte? Es werden ja Fallen gestellt. Es werden Leute in die Türkei reingelassen. Und dann werden sie wenige Tage, bevor sie wieder ausreisen wollen, weil sie eine Familie besucht haben, werden in der Türkei festgenommen. Ein Bürger aus meinem Wahlkreis, dem was vorgeworfen wird, was Jahre zurückliegt, der mehrfach in der Türkei gewesen ist und jetzt plötzlich, nachdem er völlig unbehindert einreisen konnte, mittlerweile weiß der Anwalt, er stand bereits damals auf einer Liste, also man hätte zumindest bei der Einreise schon handeln können als türkischer Staat. Nein, man hat ihm wirklich diese Falle gestellt, man hat ihn im Land gehabt und hat ihn dann verhaftet und er sitzt dann über 5 Monaten im Knast und hoffentlich im November gibt es einen Prozess, hoffentlich entscheiden die Gerichte dann ihn freizusetzen, weil die Vorwürfe wirklich total unseriös sind. Wir sind wieder an einem typischen Punkt angekommen. Ich kann dir den Namen nennen. Es geht doch zunächst einmal um diese App und ich sage, diese App gibt es auch in Deutschland in vielen Städten. Wofür braucht der türkische Staat in Deutschland eine App? Wenn es hier was Strafbares gibt, gibt es die deutsche Polizei, gehen Sie zur deutschen Polizei. Sie müssen in Deutschland nicht zur türkischen Polizei gehen, wenn Sie hier ein Problem haben. Dann gehen Sie zur deutschen Polizei. Wenn ich in Südafrika bin oder in Kanada bin,
kann ich die Applikation der Polizeibehörde Brandenburg auch dann bedienen, auch dann irgendwelche Strafanzeigen erstatten, die nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen müssen. Die Frage ist jetzt halt, also, in welch funktionierendem Rechtsstaat... Ja, jeder andere auch. Herr Jelonklo, haben Sie Interesse an einem Einwand? Sie haben mich gefragt und haben gesagt, wir hätten nicht recherchiert. Ich bestätige ausdrücklich, es gibt die Möglichkeit, auch in Nordrhein-Westfalen und in anderen Bundesländern das zu tun. Die Frage ist halt nur, welche Ermittlungen Sie damit auslösen und die gleichen, ob Sie das, überall auf der Welt auslösen. Als Drohinstrument benutzen, zum Beispiel, ob man sich überlegt, in die Türkei zu fahren. Wir haben mehrere Anfragen. Sie sagen so, ach, Herr, bitte Sie, also darf ich Sie mal in die Werkstatt einer Hart aber fair Gästeredaktion bitten? Wir haben mehrere Kollegen, Kolleginnen oder Menschen, die in diese Runde gepasst hätten, gerne, gefragt. Und sie haben gesagt, nein, wir möchten noch mal in die Türkei, wir möchten mit unseren Verwandten vielleicht dort einen Besuch machen. Und deswegen kann ich es mir nicht leisten, in diese Sendung zu kommen. Das sind Menschen, die sind. Bin ich gerne bereit. Wozu sind Sie bereit? Zu der, Sie haben mich ja eingeladen. Sie werden aber wahrscheinlich verstehen, dass ich Ihnen die Namen dieser Menschen nicht sage. Das ist besser keine, so für das sind keine ängstlichen Menschen, sondern das sind Menschen, die Erfahrungen haben und die sagen, der Kampf ist das eine oder der Kampf gegen ein Rechtssystem, was nicht den Maßstäben entspricht, die wir gewohnt sind. Und der Familienbesuch ist etwas anderes. Herr Özdemir, kann es ja vormachen und dann wird man feststellen, ob und was passieren wird. Und dann können wir darüber diskutieren. Ja. Frau Tekal, wenn Sie sich mal überlegen, Sie leben ja so in der Schnittstelle auch. Sie bemühen sich um Integration. Ich habe das schon noch mal gesagt. Eben auch, wenn Sie sehen, was zum Beispiel eine App oder was dieser Besuch allgemein, wenn man sich positioniert für oder gegen Erdogan in einer deutsch-türkischen Community an Reaktionen hat. Wenn Sie jetzt sehen, dass Menschen auch Angst haben, zum Beispiel sich zu äußern, weil sie sagen, ich habe Verwandte in der Türkei oder ich will dahin fahren. Ist das Hysterie oder ist das Realität? Das ist Realität. Also das sehen wir ja. Also das sehen wir ja gegenwärtig, weil ganz viele Menschen tatsächlich in der Türkei inhaftiert sind ohne tatsächliche Anklageschrift. Ja, das gibt's überall auf der Welt. Interessanterweise. Ja, ja. Auf jeden Fall finde ich, dass man das gegenwärtig sieht, definitiv. Und da kommen wir dann auch zu dem Thema dieser Sendung. Das ist auch Spalten, wenn man eben dann so eine App hat und die dann auch bedient und eben nicht vereinen. Und deswegen kann ich teilweise die Ängste dieser Leute auch verstehen, die sich dann dazu nicht äußern möchte. Ich habe es in meinem eigenen Freundeskreis tatsächlich. Ich bin mit vielen, also ich muss dazu sagen, ich bin kurdischstämmig und habe viele türkischstämmige Freunde, mit denen ich aufgewachsen bin. Und wir haben nie Unterschiede gemacht, aber irgendwann wurde es dann doch wieder zum Thema. Und die trauen sich tatsächlich nicht, sich zu äußern. Und das finde ich sehr schade, weil ich eben der Meinung bin, dass diese, ich sag mal, diese liberalen Türken tatsächlich einfach auch eine Lobby brauchen, um sich zu äußern. Weil sie haben ja da teilweise das Gefühl, dass sie sich nicht äußern können, bis auf einige mutige Leute oder Politiker, weil sie eben Angst haben vor Repressalien. Und das kann ich durchaus verstehen. Ich finde das toll, was Herr Özdemir macht. Aber wir wollen ihn jetzt nicht zum Helden machen. Mhm. Beim Staatsbankett Herrn Erdogan was zu sagen, jetzt noch kein Akt des zivilen Ungehorsams. Nein, hier ist man Gott sei Dank sicher. Aber in der Türkei gehen Ihre Berufskollegen und meine Berufskollegen für diese Meinung ins Gefängnis. Und das eigentlich Schlimme ist, wissen Sie, dass der Erdogan die Türkei in ein offenes Gefängnis verwandelt. Das können wir von Deutschland aus leider nicht wirklich ändern. Aber dass diese Angst aus der Türkei nach Deutschland kommt, in jeden Verein getragen wird, in jede Moscheegemeinde getragen wird. Das Beispiel von Herrn Schrammer aus Köln, das könnten Sie praktisch in jeder Moscheegemeinde mittlerweile erzählen. Das geht einfach nicht. Und jetzt muss ich hart doch mal sagen, Sie haben das Beispiel ja mit DİTİB angesprochen, zu Recht. Als mein damaliger Bundestagskollege Volker Beck auf diesen Fall aufmerksam gemacht hat, also dass aus DİTİB-Moscheen heraus Spionage betrieben wird, Leute denunziert werden, da hat er ja Anzeige erstattet. Das Fax ging irgendwie verloren. Dann hat es eine Weile gebraucht, bis die Ermittlungen so weit fortgeschritten waren. Bis dahin war kein einziger der Imame mehr in Deutschland. Die waren alle schon in der Türkei. Ich glaube, dass diese Politik, die wir lange Zeit in Deutschland gemacht haben, dass wir DİTİB sehr vorsichtig angefasst haben, sehr moderat angefasst haben, sie ermutigt hat, dass jetzt genau diese Bilder entstanden sind mit Erdogan in Köln. Ich glaube, dass es da Klartext braucht. In diesem Milieu erreichen Sie nichts, wenn Sie Appeasement-Politik machen. Da muss es klare, harte Ansagen geben. Hier gilt das deutsche Grundgesetz, nichts anderes. Die DİTİB-Diskussion führen wir gleich noch mal anhand der Moschee in Köln, Heneroğlu. Wie erklären Sie sich, dass das an diesem Tisch, Sie sind in diesem Punkt tatsächlich alleine, was selten vorkommt, dass an diesem Tisch Menschen von Angst,
von Furcht, von Denunziation reden, sind das alles Hysteriker. Erklären Sie doch bitte, wie ein solches Meinungs-, Erfahrungs-, Faktenbild zustande kommt. Sie haben ein anderes. Dass ich an dem Tisch natürlich alleine sitze, liegt in erster Linie an der Einladung und nicht an der Zusammensetzung. Und ich denke, dass es gerade vor dem Hintergrund der großen Schwierigkeiten, die es in den letzten Jahren in der Türkei gegeben hat und die man sich mal bewusst werden muss. Wir haben nach wie vor täglich Terroropfer in der Türkei. Das ist aber den meisten Leuten hier egal. Ja, Cem Özdemir spricht lieber über Freunde, die sich vom Terrorismus nicht abwenden, die eben zu Terrororganisationen nicht Terrororganisationen sagen können, sondern spricht nur darüber, dass sie im Gefängnis sind. Warum sie im Gefängnis sind, darüber wird gar nicht gesprochen. So, Fakten sind die, dass gegen, dass nur in diesem, dass nur in diesem, ja, jetzt verallgemeinern Sie mal nicht. Ja, es gibt sicherlich kritische Punkte, die man ansprechen muss, aber sie verallgemeinern permanent und sie vermischen Sachen. Und ich will aber dazu sagen, nur in diesem Jahr hat es Stand heute 122 Todesopfer aufgrund von Terrorakten der PKK gegeben, über 400 Verletzte. Letztes Jahr gab es über 200 Todesopfer, über 600 Verletzte. Jetzt stellen sich mal die deutschen Politiker vor diesem Hintergrund, wenn es solche Fälle in Deutschland geben würde, Gott behüte, ja, wie würden sie darauf reagieren? Wie würden die darauf reagieren? Mit Präventivhaft wie in Bayern, wenn noch gar nichts passiert. Ja, ja, klar, aber ja. Sie wissen ganz genau, dass die PKK, ich wollte jetzt auf die Diskussion nicht ein, aber sie ist zwar verboten, auf der anderen Seite können Sie sie in jeder Straßenecke in Deutschland finden. Das wissen Sie sehr gut. Und, aber ich wollte jetzt nicht das Ganze auf die PKK-Diskussion reduzieren. Ich will damit sagen, dass jeder Politiker, der einmal in der Woche mindestens zu einer Bestattungszeremonie eines Terroropfers geht, letztendlich in Rechenschaft dem Volk gegenüber sich auch entsprechend politisch artikulieren muss und selbstverständlich dann eben in erster Linie die Sicherheit der Bürger gewährleisten muss. Dass das teilweise auch dazu führt, dass im Rest wegen Überreaktionen stattfinden können, die letztendlich wieder vom Rechtsstaat ausgebügelt werden. Dafür gibt es auch die... Also. Zählt zu den Gerichtsreaktionen ja auch die Gewalt im Südosten, die Folter gegen Andersdenkende. Lassen Sie gerade mal ausreden. Herr Nerolo. Reden Sie aus. Dafür gibt es die Gerichte in der Türkei und wenn irgendwelche Themen, also kritischen Punkte da sind, die gibt es ja immer wieder, die gibt es überall auf der Welt und die werden auch in der Türkei entsprechend angegangen. Er muss sich nur die letzten Urteile des türkischen Verfassungsgerichtes durchlesen, die immer wieder die Exekutive in ihre Bahnen lenkt und deshalb eben, und wenn das nicht funktioniert, dann gibt es das Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Jetzt darüber zu sprechen, die Türkei sei ein offenes Gefängnis. Ich bitte Sie, ich will jeden, der hier sitzt, einladen in die Türkei. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten immer wieder dort sind. Und wenn das nicht der Fall sind, naja, dann, Herr Schrammer, ich meine, ich habe wirklich großen Respekt vor Ihrer Lebensleistung. Aber Sie müssen doch zumindest wissen, dass jedes Jahr an die 4 Millionen Deutsche in der Türkei Urlaub machen. Und das ist aber, ja richtig. Wir sprechen hier von insgesamt... Herr Jenoglu, Sie haben jetzt, ich hoffe, dass Sie es als fair empfinden, lange reden können. Jetzt ist nochmal Herr Hartmann. Warum wir ein solches Problem haben, ist, dass wir schon beobachten, dass das Spitzelsystem, was offensichtlich aufgebaut ist und die Art und Weise, wie der Staat jeden, der anders denkt, unter Terrorismusverdacht stellt, dass das diesem Land massiv schadet, also nicht nur unserem Bio, sondern dem Land. Ja, ich kann Ihnen konkret sagen, also der Betroffene, der seit über fünf Monaten in Istanbul im Gefängnis sitzt, hat vor 4 oder 5 Jahren an einer Beerdigung teilgenommen, an der viele tausend andere Türken auch teilgenommen haben. Und dies wird ihm jetzt zum Vorwurf gemacht, er würde den Terrorismus unterstützen, nachdem er über mehrere Jahre immer wieder mit seiner Mutter, mit seiner Familie bei der Verwandtschaft in der Türkei war. Auch diesmal völlig ungehindert einreisen konnte. Die Mutter ist schwer krank, deswegen war es wichtig, dass diese Reise stattfinden konnte. Und 2 Tage bevor er abreist, kommt die Hochsicherheitspolizei, also würde man bei uns sagen, Spezialeinsatzkommando, nimmt ihn hops und er sitzt seit, wie gesagt, über 5 Monaten im Gefängnis. Und die Anklageschrift ist dermaßen dürftig, dass ich nur sage, wenn irgendein deutscher oder europäischer Unternehmer in der Türkei investieren will, dann wird er dazu im Zweifel ja Leute brauchen aus seiner Mannschaft, die einen türkischen Hintergrund haben, die türkische Sprache kommen. Es gibt bei mir im Wahlkreis Unternehmer, die sagen, ich kann ja nicht meinen Herrn XY, Manager Yildiz, darunter schicken.
Weil jeder von uns hat ja vielleicht mal auf irgendeiner Homepage gesurft, wo möglicherweise irgendwas Schlimmes über Erdogan drinsteht oder wo möglicherweise Terrorismus verherrlicht wird. Weil man, wenn man im Internet sich als Bürger frei informiert, es gar nicht vermeiden kann, dass man auch mit sowas in Berührung bekommt. Und dafür wird man unter Umständen in der Türkei ins Gefängnis gesetzt. Das Vertrauen in den Rechtsstaat und in die Verhältnismäßigkeit, mit der türkische Staat sich gegen Terrorismus wehrt, ist völlig erschüttert. Es ist seit diesem Putschversuch, nach diesem unsäglichen Putsch, das war eine rechtswidrige Aktion, aber Präsident Erdogan hat in einer Art und Weise überreagiert auf diese Geschichte, dass es dem Land massiv schadet und die Wirtschaft leidet darunter und die Menschen leiden darunter. Darf ich ein Beispiel, dann können Sie gleich noch mal antworten. Es ist eben genau dieses kontroverse Thema, auch mit Ihrer Erlaubnis, Herr Özdemir, das kontroverse Thema, wie die Türkei mit politischen Gefangenen umgeht. Das Thema hat auch diesen Besuch natürlich überschattet. Und da geht es speziell eben bei politischen Gefangenen auch um Menschen aus diesem Land. Fünf Häftlinge sitzen laut Auswärtigem Amt einzig wegen politischer Hintergründe in der Türkei in Haft. Der 73-jährige Enver Altaylı, deutscher und türkischer Staatsbürger, sitzt seit August 2017 in der Türkei im Gefängnis. Angela Merkel sprach seinen Fall am Donnerstag konkret an. Den Namen, den Sie eben genannt haben, ist es einer derer, die uns noch beschweren. Im Augenblick gibt es noch fünf Fälle, die aus der Perspektive deutscher Staatsbürger von besonderer Gewichtigkeit sind. Also Sie dürfen davon ausgehen, dass wir beide sehr präzise sprechen und uns dann auch versuchen, wenn möglich, anzunähern, aber dass das manchmal auch eine ganze Weile dauern kann. Ganze Weile dauern kann, das wird die Frau, die jetzt bei mir ist, nicht so gerne gehört haben. Frau Potente, herzlich willkommen. Sie sind die Tochter des Mannes, über den die Kanzlerin dort als einem von fünf politischen Gefangenen gesprochen hat. Ihr Vater sitzt seit mehr als einem Jahr in der Türkei in Haft. Wissen Sie warum? Das wissen wir nicht. Nein, wissen wir nicht. Es gibt einen Haftbefehl. In dem Haftbefehl steht, er soll einer Terrororganisation, er soll Straftaten für eine Terrororganisation begangen haben. Und gemeint ist damit die Gülen-Bewegung. Und mehr wissen wir nicht. Wie kam es zu der Verhaftung? Er war im Ort mit seinem Enkel unterwegs und dann kam die Polizei. Die sind mit ihm in unser Haus gefahren, in der Südtürkei. Dann haben sie Computer, Notebooks, alle Handys meiner Schwestern und auch meines Vaters mitgenommen. Und dann ist er zwei Tage danach bei meiner Tante verhaftet worden. Ihr Vater ist nicht mehr der Jüngste, ist gesundheitlich angeschlagen. Sie selbst sind Ärztin. Wissen Sie, wie es ihm geht? Ich erfahre immer wieder von meinen Schwestern und meiner Mutter, die ihn besuchen, über meinen Vater. Er hat sehr stark abgenommen. Er hat eine Schilddrüsenerkrankung. Er hat Herzrhythmusstörungen, Bluthochdruck. Er hatte vor ein paar Jahren einen Schlaganfall. Also ihm geht es nicht gut. Wissen Sie etwas über die Haftbedingungen? Er ist in Isolationshaft. Er ist in einer ganz kleinen Zelle eingesperrt. Er sagt meinen Schwestern immer, es sind 2 mal 3 Meter seine Fläche, die er hat. Und die sind nicht gut, die Haftbedingungen. Wie laufen Besuche ab? Ihre Schwestern gehen ja hin. Dürfen die sich anfassen, berühren? Das geht einmal im Monat. Da ist ein offener Besuch möglich. Sie können gerade mal ein Foto zeigen von der Familie. Da sieht man auch das Enkelkind. Sie sind auch auf dem Bild. Ihre Mutter, seine Frau. Das ist ein offener Besuch, ist einmal im Monat möglich. Geschlossene Besuche, beziehungsweise das heißt getrennt mit einer Glasscheibe, sind jetzt seit Aufhebung des Ausnahmezustandes einmal die Woche möglich. Sie haben Ihren Vater nicht besucht bisher im Gefängnis. Ja. Warum nicht? Weil ich selber Angst habe, muss ich ehrlich sagen. Darüber haben wir gerade gesprochen eben. Es fällt mir unglaublich schwer. Wenn die Türkei reist, befürchtet, nicht zurückzukommen. Ja, ich habe selber Angst. Mein Vater hat selber meinen Schwestern gesagt, ich solle lieber nicht kommen. Dann kam auch, ich habe mit dem Auswärtigen Amt gesprochen. Die haben mir auch davon abgeraten. Und bisher ist es so, dass ich meinen Vater seit
über 14 Monaten nicht gesehen habe. Sie haben bisher geschwiegen, haben später jetzt den Fall öffentlich gemacht. Warum jetzt? Wir haben zuerst gedacht, dass man lässt ihn wieder frei, weil wir nicht wussten, oder es gab nichts Handfestes. Es gibt ja nichts Handfestes. Deshalb haben wir erst gewartet. Dann war es die Empfehlung von unseren Anwälten, nicht an die Öffentlichkeit zu gehen, weil es damals so aussah, dass die Öffentlichkeit die Haftbedingungen und die Haftlänge vermehrt, also die Haftdauer vermehrt. Und dann kam Denis Yücel frei. Dann haben wir uns entschieden, an die Öffentlichkeit zu gehen. Meine Mutter ist dann im März diesen Jahres war es das erste Mal öffentlich. Wir haben ja gehört, Kanzlerin Merkel hat bestätigt, dass sie den Fall ansprechen wird. Und auch Präsident Erdogan hat sich auf der Pressekonferenz zu ihrem Vater geäußert, und zwar so. Acaba ben sorsam Enver Altaylı tanır mısınız diye. Ich frage Sie, kennen Sie Enver Altaylı und wissen Sie, was er in der Vergangenheit alles getan hat? Wissen Sie auch, dass er in der Vergangenheit im türkischen Nachrichtendienst war? Und wissen Sie, was er in diesem Nachrichtendienst alles für Aufgaben hatte? Und wissen Sie, warum die türkische Justiz ihn festgenommen hat und festhält? Wir müssen die Justiz respektieren. Biz yargıya saygı duymak durumundayız. Was haben Sie gedacht, als Sie das gehört haben? Ich habe gedacht, dass es ist bekannt, dass mein Vater beim türkischen Nachrichtendienst war. Es ist sehr lange her. Das ist von 68 bis 73. Das ist bekannt. Er wurde damals in das Institut für Ostrecht nach Köln geschickt, um in der Sowjetologie ausgebildet zu werden. Er sollte als Analyst für Sowjetfragen ausgebildet werden. Und das ist so lange her, und dass er da drauf rumreitet, das kann ich nicht verstehen. Ja. Haben Sie gehofft, dass während des Besuches hier sich eine Lösung anbietet, dass Sie ein kleines Hoffnungsfenster bekommen, das sich auftut, was eine Freilassung Ihres Vaters angeht? Ich hoffe weiterhin. Ich hoffe weiterhin, dass durch die Gespräche, dass sich was tut, weil er sitzt seit 13 Monaten ohne selber zu wissen, was er getan hat, ohne eine Anklage in Haft. Hier in dieser Runde, da sitzt ein Mitglied der Regierungsfraktion und ein Mitglied von Erdogans AKP. Möchten Sie den beiden zum Beispiel was sagen? Ja, ich möchte Ihnen sagen, dass das, was in der Türkei passiert mit den Menschen, die sich kritisch gegenüber der Regierung äußern, dass das nicht rechtsstaatlich ist. Dass man sich einfach in die Lagen der Menschen versetzen muss, die inhaftiert sind. Weil so viele Menschen wissen nicht, weshalb. Es wird der Grund genannt, dass sie einer Terrororganisation angehören, aber mehr wird nicht geliefert. Und das ist eine Beraubung der Zeit. Den Menschen wird Zeit geraubt, die sie mit ihrer Familie, mit ihren Enkelkindern verbringen könnten. Sie haben selbst ein kleines Kind und hoffen, dass der Opa bald. Ja, ich wünsche Ihnen viel Glück. Danke. Ich gehe wieder in die Runde, wenn Sie einverstanden sind. Vielen Dank. Herr Jene Ruckluck, können Sie Frau Potente Hoffnung machen oder möchten Sie ihr was anderes entgegnen? Die Frau Potente hat meine Telefonnummer. Wir haben noch gestern miteinander gesprochen. Ich habe vor 7, 8 Monaten hat man mich über den Fall informiert. Da habe ich mich persönlich auch um die Situation des Herrn Altaylı gekümmert. Und insbesondere waren da Fragen in Bezug auf Haftbedingungen da, die ich dann mit Journalisten und auch mit Teilen der Familie erörtert habe und Aufmerksamkeit für die Situation von ihm auch erwirkt habe.
Und was die sonstigen Punkte anbetrifft, warum er inhaftiert ist, das ist letztendlich nicht meine Aufgabe und darauf kann ich auch keine Antwort geben. Können Sie denn erklären, warum das Rechtssystem so funktioniert oder eben nicht funktioniert, dass man dort über ein Jahr ohne Anklageschrift, da ist er bei weitem nicht der Einzige, sitzt? Es gibt viele Fälle, nicht nur in der Türkei, sondern auch überall auf der Welt, wo Menschen, Sie sagen zwar, oh Gott, aber in Deutschland haben wir auch viele ähnliche Fälle, wo Menschen auch über 6 Monate in Haft sitzen, ohne dass eine Anklageschrift da ist. Es gibt auch Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Aber um den konkreten Fall in Bezug auf die Türkei zu erörtern, es ist nun mal so. Sie streuen immer so Behauptungen ein, auch Vergleiche mit dem deutschen Rechtssystem. Ich kann die nicht aus dem Hut widerlegen. Dafür bei uns ist das Institut, das heißt Faktencheck. Das heißt Faktencheck. Wir haben vielleicht Menschen, die es gibt ja Gründe tatsächlich, da muss man immer wieder Verlängerungen beantragen. Das werden Sie morgen auf der Faktencheck-Seite finden, wer bei uns und warum länger als 6 Monate sitzt. Moment mal, aber Sie wollten ja wissen, warum die Justiz vielleicht, etwas zu langsam ist. Das liegt natürlich auch daran, weil eben aufgrund des 15. Juli des Putschversuches auch viele Justizangehörige, Staatsanwälte, Richter entlassen werden mussten. Und aus dem Grunde natürlich auch die Situation da ist, dass leider die Arbeit zu lange dauert. Das heißt, es gibt eine Säuberungsaktion und die muss dann als Begründung dafür herhalten, dass der Rechtsstaat funktioniert. Ich bitte Sie, Herr, ist das jetzt die Art und Weise, meine Worte umzudrehen und dann eine ganz andere Lesart daraus zu machen? Nein, ich habe das nur anders benannt, was Sie gesagt haben. Es mussten viele Menschen entlassen werden. Das klingt so, als wenn das nach einem rechtsstaatlichen Prinzip gekommen wäre. Ja, was denn sonst? Wenn es in einem anderen Land passiert, dann ist das immer rechtsstaatlich. Und wenn es in der Türkei passiert, dann ist das in keinem Fall rechtsstaatlich. Was ist das für eine Art und Weise? Wie sollen wir sonst zu einem gemeinsamen Nenner kommen? Indem man zum Beispiel sich die Fälle anguckt, aus welchem Grund entlassen wird. Genau, das meine ich. Man muss jeden einzelnen Fall für sich beurteilen. Aber das machen Sie nicht. Sie verallgemeinern hier. Aber Sie haben sie ja erst entlassen. Also, Entschuldigung, ist richtig, dass jetzt in der Türkei eine Möglichkeit besteht für denjenigen, die entlassen wurden als Soldaten, als Staatsdiener, dagegen also noch mal eine Überprüfung der Situation. Die Leute haben natürlich 2 Jahre lang kein Gehalt gehabt. Ihre berufliche Karriere ist, also in den ersten Monaten auf jeden Fall haben sie kein Geld bekommen. Gerade in den ersten Monaten haben sie Geld bekommen. Also die Fälle, die mir bekannt sind. Und es ist eben so, dass auf diese Weise auch eine Zermürbung aller derjenigen im Lande stattfindet, die vielleicht nicht 100% auf der Linie des Präsidenten sind, aber die eigentlich als Türken diesem Land dienen wollen und dieses Land voranbringen wollen. Und leider wird durch die Diskussion in der Türkei die Türkei total gespalten. Es werden Leute in eine innere Immigration gezwungen in diesem Land, die eigentlich diesem Land Gutes tun könnten, weil sie auch das gerne wollen. Und es wird ein Stück weit dieser Streit auch in unser Land getragen. Ich habe bei mir in der Nachbarschaft, also in einer benachbarten Stadt zu meinem Wahlkreis, eine türkische Realschule, die sehr erfolgreich gearbeitet hat, wo jetzt die Eltern sich nicht mehr trauen, die Kinder anzumelden. Und die Lehrer und der Schulleiter dieser Schule hat Probleme, weil er auf der Straße angegangen wird von anderen Menschen. Also diese Spaltung der Gesellschaft. Hier bin ich und dort seid ihr alle anderen und ihr seid gegen mich und werde deswegen verfolgt. Diese Spaltung dürfen wir nicht zulassen, dass die in unser Land getragen wird. Herr Hart, wir kennen uns schon. Wir müssen davon runterkommen. Wir kennen uns schon länger und wir haben mehrere Gespräche geführt. Ich wäre sehr erfreut gewesen, wenn Sie mir in diesen Gesprächen auch diese Fälle benannt hätten und ich denen nachgehen würde und Ihnen dann eine Antwort liefern könnte. Die ganzen Fälle, die Sie benannt haben, die höre ich hier zum ersten Mal. Und nehmen Sie das bitte nicht persönlich. Finden Sie nicht, dass es respektlos ist, dass man sagt, nur weil man nicht auf der Linie des Präsidenten ist, wird man in der Türkei inhaftiert? Das kann doch eine Ebene sein. Ein Tourist ist verhaftet. Jetzt verkaufen Sie uns für naiver, als wir sind. Nein, bitte. Jeder von uns weiß, in der Türkei, wenn man nicht auf der Linie des Präsidenten ist, wird man inhaftiert. Wenn du Staatsanwalt bist und ein nicht Erdogan gefälliges Urteil fällst, dann warst du es länge Zeit. Weil das Prinzip funktioniert so. Ich erkläre es mal für die Zuschauer. Schauen Sie es zu Hause nach, dann werden Sie sehen, dass es... Sie erklären viel in der Öffentlichkeit, was so der Tatsachen nicht entspricht. Wenn du nicht ein Urteil sprichst, wie es dem Regime entspricht, dann machst du dich dadurch verdächtig als Gülen-Anhänger oder als PKK-Anhänger. Wir haben Freilassungen, die wenigen, die es noch gab,
wo quasi jemand freigesprochen wurde. Die wurden am selben Tag wieder festgenommen, weil man erzwungen hat, durch ein anderes Urteil, dass sie wieder festgenommen worden sind. Wieder durch die Staatsanwaltschaft und wieder durch eine Gerichtsentscheidung. Das sind doch Willkürurteile von Leuten, die von Erdogan befohlen werden, oder was? Im Gefängnis sind, weil sie eine andere Meinung haben wie Erdogan. Sorry, aber das Wort Rechtsstaat verdient das nicht. Das ist nicht ein Rechtsstaat, das ist ein Willkürsystem. Das wissen Sie genauso wie ich. Und die Presse, die darüber berichten könnte, die gibt es nicht mehr. Eine der wenigen Zeitungen, die es noch gab, unabhängig die Cumhuriyet, gab es jetzt auch einen Besitzerwechsel. Das heißt, sie sorgen dafür, dass die Gerichte gleichgeschaltet sind. Sie sorgen dafür, dass die Armee gleichgeschaltet ist, die Polizei gleichgeschaltet ist, die Presse gleichgeschaltet ist. Das ist ihr Verständnis von Demokratie. Schlimm, dass sie es in der Türkei machen können. Aber ich sage es nochmals, hier in Deutschland hat es nichts verloren. Und der Versuch, das in die türkische Gesellschaft hier reinzutragen, da haben wir zu lange geschlafen, sage ich in alle Richtungen selbstkritisch. Und da ist jetzt wichtig, dass wir den Kampf um die Aufmerksamkeit der Deutsch-Türken aufnehmen und klar machen, kein Problem wird in der Türkei gelöst. Weder die Bildungsprobleme noch Rassismusprobleme noch Aufstiegsprobleme, hier werden sie gelöst. Und da müssen jetzt auch die deutschen Parteien endlich anfangen, sich um die Leute zu bemühen. Hier spielt die Musik nicht in der Türkei. Schöne Rückkehr zu diesem Komplex, Ihre Entgegnung. Ich kann vielen Dingen, die Herr Özdemir permanent in die Öffentlichkeit setzt, in aller Deutlichkeit widersprechen. Ich kann nur wiederholen, es gibt sicherlich Probleme, aber diese Probleme zu pauschalisieren und sagen, die Türkei sei nicht mehr rechtsstaatlich, das entspricht nicht den Tatsachen. Die Türkei unterliegt nach wie vor der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Nach wie vor werden die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte umgesetzt und dabei bleibt das auch. Herr Yeneroğlu, nehmen wir mal an, Sie haben mal einen Kontrollverlust, Sie geraten in Rage und sagen unfreundliche Dinge über Herrn Erdogan oder über Frau Merkel. In welchem Land sollte Ihnen das passieren? In Deutschland oder in der Türkei? Oder das passiert permanent sowohl in Deutschland als auch in der Türkei. Und es ist egal wo. Das passiert sowohl in Deutschland als auch in der Türkei permanent. Und ich habe Sie gefragt, einfach, wenn Sie die Qualität eines Rechtsstaats, aus welchen Gründen auch immer in der Türkei wegen Entlassung geschwächt sein möchte, wo sollte Ihnen das passieren, Ihnen persönlich? Wo würden Sie einem Rechtsstaat eher vertrauen? Es ist nun mal ein Unterschied zwischen den Rahmenbedingungen. Ja? Wenn in einem Staat permanent Terroropfer da sind. Ja, das ist natürlich egal. Ne? Was Nein, glauben, ist nicht egal. Ich habe nur gesagt, dass Sie es schon gesagt haben. Bitte, nur einen Punkt. Ja? Aufgrund eines sehr geringen Problems mit Flüchtlingen ist inzwischen in Deutschland das Menschenrecht für Flüchtlinge in diesem Land aufgenommen zu werden, komplett ausgehebelt worden. Ja? Noch gibt es keine täglichen Todesopfer, noch gibt es keine größeren Anschläge. Und also das haben wir. Das Recht nicht komplett ausgehebelt worden ist, glaube ich, können wir jetzt, glaube ich, pauschal. Ja, also da haben die Grünen normalerweise eine andere Meinung, wenn das in einem anderen Zusammenhang erörtert wird. Aber hier will der Herr Erde. Die Grünen werden zugeben, dass unser Asylrecht nach wie vor das. Gut. Offenste ist in der ganzen Welt. Dann darf ich an dieser Stelle mal einen Punkt machen. Ich komme sofort zurück. In die wahrscheinlich nicht so offen, wie es in der Türkei der Fall ist. Wir haben sobald in der Türkei 4 Millionen Menschen aufgenommen. Uns berichtet hat, was unsere Zuschauer sagen. Zum Thema und zur Sendung. Haben Sie Interesse an unseren Zuschauern? Bitte, Brigitte. Erstmal den Rückblick auf diesen Empfang auf dem roten Teppich. Der kommt bei vielen unserer Zuschauer nicht so gut an, sehr kritisch. Und ich starte mit Luzi Böhme. Sie schreibt, ich verstehe nicht, wie unsere Politiker so rückgrat und charakterlos sein können. Er hat uns auf übelste Art und Weise beleidigt, Politiker im Einzelnen und das deutsche Volk allesamt. Und unser Zuschauer Dieter Paul Bürkle schreibt bei uns im Gästebuch, solange alle unschuldig inhaftierten Menschen in der Türkei nicht frei sind, sollten wir uns die Freiheit nehmen, den dafür Verantwortlichen nicht die Gelegenheit zu geben, ihre verlogenen, fadenscheinigen Begründungen zu propagieren. Ja, und unser Zuschauer Sebastian Wendel sieht diesen Besuch in einem besonderen Kontext, besonders schwieriges Feld vielleicht für Frau Merkel. Dieser Staatsbesuch war so ziemlich das Letzte vom Letzten, wahrscheinlich einzig und allein der Tatsache geschuldet, dass Frau Merkel und ihre Regierung die Angst umtreibt, dass Erdogan das Flüchtlingsabkommen untergräbt bzw. aufkündigt. Aber es gibt in Deutschland ein Protokoll und in diesem Protokoll geht es auch um eine gewisse Form von Ehre. Manfred Beer schreibt dazu, er soll so empfangen werden wie jeder andere Staatsmann auch. Da gibt es nichts zu diskutieren. Wir brauchen nicht überaus freundlich zu sein, nur er ist nun mal der Präsident der Türkei und fertig. Mit aller Nachhaltigkeit sollte Deutschland nur klar zu seinen weiteren Aussagen stehen, absurden Forderungen gleich einen Riegel vorschieben.
Und noch mal ein Appell für Demokratie und offene Diskussionen bei uns im Land. Stefan Krabbes schreibt, was im ersten Moment wie Hilflosigkeit gegenüber Despoten wirkt, ist genau das, was Autokraten wie Erdogan und Putin so fürchten und unsere Demokratie so stark macht. Eine Gesellschaft, die offen streiten und Despoten kritisieren darf, ohne Repressionen zu erwarten. Die Moscheeeröffnung hat bei euch ja auch schon so ein bisschen eine Rolle gespielt. Auch dazu sagen natürlich viele Zuschauer ihre Meinung. Bettina Schäverau schreibt zum Beispiel, wäre er, also Erdogan, an einem versöhnlichen Klima interessiert, hätte er die Moscheeeinweihung den deutschen Türken, Muslimen der Stadt Köln und dem Land überlassen. Die Zustimmung zum Bau seinerzeit war Zeichen der Mitbürgerlichkeit und als das Ende der Hinterhofgebeträume gedacht. Worum ging es eigentlich bei diesem Staatsbesuch? Es ging auch um Wirtschaft und es ging um Geschäfte. Anne Brenner schreibt, dank dieses Staatsbesuchs dürfte wohl den meisten Mitbürgern klar sein, was Erdogan für Ziele verfolgt. Erst seit es der Türkei wirtschaftlich schlecht geht, sind Faschisten und Nazis wieder liebe Freunde und dringend notwendige Geschäftspartner. Gegen Meinung unseres Zuschauers Manfred Otte, er schreibt, wir können es uns nicht leisten, dass die Türkei in eine Spirale einer Destabilisierung läuft. Dessen ungeachtet ist harte Kritik an Erdogan zwingend erforderlich. Dieser Besuch spaltet trotzdem treibt so etwas wie einen kleinen Keil zwischen Deutsche und Deutsch-Türken vielleicht. Wir haben einen Anruf bekommen von Frau Sassen aus Düsseldorf. Sie sagt, es geht wohl keinen Weg daran vorbei, dass man den Kontakt mit Herrn Erdogan halten muss. Dennoch, er ist ein Diktator und ein Spalter. Er ist respektlos. Ich bin wahnsinnig wütend und meine Sympathie für die Türken ist da auch enorm gesunken. Und dazu noch eine Stimme vielleicht von der anderen Seite. Cismigulu Sadettin schreibt bei Facebook, sobald man hier nicht gegen Erdogan schimpft, wird man schon als Fan abgestempelt. Und erst die Kommentare, wenn es dir nicht gefällt, geh doch zurück, kotzen uns auch langsam an. Als ob es so einfach ist, ein Land zu verlassen, in dem man geboren, aufgewachsen ist und es mal als Zuhause gesehen hat. Wohl wahr. Danke, Brigitte, für diesen Überblick. Bei der Bewertung, wie hilfreich der Erdogan-Besuch für das deutsch-türkische Verhältnis und für das Zusammenleben hier im Land tatsächlich war, bei dieser Bewertung spielt der Samstag eine entscheidende Rolle. Die Eröffnung der DİTİB-Moschee vergangenen Samstag in Köln. Tausende auf den Straßen und feierliche Stimmung. Hauptredner der türkische Präsident Erdogan. Wer fehlte, waren deutsche Repräsentanten, also eine Moscheeeröffnung mitten in einer deutschen Großstadt, fast ohne deutsche Beteiligung. Weder der Architekt des Bauwerkes Paul Böhm noch Oberbürgermeisterin Henriette Reker oder ihre Vorgänger kamen zu Wort. Auch er durfte nicht sprechen. Bezirksbürgermeister Josef Virges. Dabei hatte sich der Lokalpolitiker stets für den umstrittenen Moscheebau stark gemacht und dafür viel Kritik einstecken müssen. Dass nicht einmal er zur Eröffnung ein paar Worte sagen durfte, für viele kritische Anwohner ein Beleg dafür, dass er zu blauäugig war. Was haben Sie von den Anwohnern im Vorfeld gehört? Ja, auch viele Häme zum Teil. Wir haben es dir schon vor 14 Jahren gesagt, der Türkenfritz und du, Jeck. Ne? Aber ihr wollt es ja nicht hören, ihr meintet ja immer noch, aber ne, das meinen wir aber heute noch. Es gibt keine Alternative für ein vernünftiges, gerechtes, respektvolles Zusammenleben. Dafür müssen wir auch weiter arbeiten. Der Türkenfritz sind Sie, Herr Schrammer. Wie sind Sie zu diesem Namen gekommen? Weil ich nach wie vor eine ganze Reihe Freunde, türkische Freunde, deutsch-türkische Freunde in der Stadt habe. Und die auch behalten möchte und mit denen auch spreche. Und wenn ich das eben hörte, was hier an Situationen auch deutschlandweit vorherrscht, nämlich Angstgefühle innerhalb unserer Gesellschaft, dann frage ich Herr Yeneroğlu, merken Sie das eigentlich nicht? Sie sind doch Kölner. Reden Sie eigentlich auch mal mit der Friseuse, mit dem Taxifahrer, mit dem Obstverkäufer, wenn ich Ihnen sage, dass die auf einmal in den letzten Monaten auch Angst haben, dann frage ich mich, warum? Das sind doch keine Terroristen. Das sind Menschen, die mit uns arbeiten und mit uns zusammenleben wollen. Lassen Sie die doch in Ruhe mit Ihrer AKP. Lassen Sie die Kölner sein oder Berliner sein. Aber nicht dieser Arm von Erdogan, der in die Stadt reingreift. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe vor, meine Gesprächssituation mit einigen Vertretern in der Stadt weiterhin anzubieten. Weil mir ist der Satz wichtig,
Reden ist besser als nicht miteinander reden. Deswegen stehe ich auch nach wie vor dafür. Aber Sie haben, um das mal zu erläutern, welche Geschichte Sie haben, auch mit dieser Moschee. Sie haben sich dafür eingesetzt, da sind Sie in der Mitte bei dem Spatenstich. Es gab natürlich auch damals schon Widerstände, 14, 15 Jahre ist das her. Und jetzt kriegen Sie eben auch wie der Bezirksbürgermeister mal die lange Nase gezeigt. Sie haben uns Mail zur Verfügung gestellt, die Sie heute bekommen haben. Mit Ihrer Erlaubnis möchte ich mal zwei zitieren. Ein Bürger schreibt: Ein paar Jahre haben Sie den nützlichen Idioten gespielt. Jetzt sind Sie nicht einmal mehr nützlich. Willkommen in der Realität. Ein Deutscher mit türkischen Wurzeln zeigt sich dankbar. Sie haben allen Grund, stolz zu sein, lieber Herr Schrammer. Wie Sie sich für die türkische Community und für die Zentralmoschee eingesetzt haben, ist eine hervorragende Leistung gewesen. Lassen wir die Hunde bellen. Wir bauen weiterhin unsere Brücken. Sie waren bei der Grundsteinlegung dabei, Sie waren bei der Einweihung nicht dabei. Ebenso wenig wie die Oberbürgermeisterin, andere Repräsentanten der Stadt. Wie erklären Sie sich das? Ja, ich bin zunächst einmal nicht eingeladen gewesen. Und der Architekt ist nicht eingeladen gewesen, die Oberbürgermeisterin nicht. Und wir haben uns an einem bestimmten Zeitpunkt, das war Mitte letzter Woche, dazu entschieden, jetzt auch keine Einladung mehr, wenn sie denn käme, anzunehmen. Ich halte das einfach für eine Unverschämtheit, dass eine Oberbürgermeisterin hier nicht ernst genommen wird, wo sie sich schon als Dezernentin und genau wie ich als ehemaliger Oberbürgermeister so für eine Sache eingesetzt haben. Und das weiß jeder in der Stadt, das wissen auch die Türken sehr genau. Das ist eine Form von Undankbarkeit, die ich eigentlich von Türken nicht kenne. Und mir wurde mehr und mehr klar, hier ist es vielleicht gar nicht die DİTİB, die das am Ende noch in der Hand hat, sondern dahinter steht wirklich diese Partei der AKP. Und wenn ich am letzten Tag, ich war in Brüssel zwei Tage bis kurz davor, wenn ich am letzten Tage eine Einladung per E-Mail bekomme oder per WhatsApp bekomme, direkt auf mein Smartphone in Brüssel, ich möge doch kommen, der Präsident wünscht mich selbst zu sprechen und sich zu bedanken, dann fragte ich mich plötzlich, von wem bist du jetzt eigentlich eingeladen worden, von der AKP? Und ich habe ja schon mal gesagt, das Ganze entwickelt sich ja mehr zu einem kleinen AKP-Parteitag als denn eine wirkliche stadtbevölkerungsgetragene gemeinschaftliche Festivität, die es hätte sein können. Eine Riesenchance, eine integrative Veranstaltung hier zu bringen, ist vertan worden. Herr Yeneroğlu, Sie sind AKP-Mitglied, Sie sind auch Brückenbauer, so verstehen Sie sich. Sie erklären, Sie leben ja auch halb in der Türkei, halb in Deutschland, Sie erklären den türkischen Mitbürgern die deutsche Situation und umgekehrt. Ich mache es mal ganz einfach. Wie kann sowas passieren? Wie fühlen Sie sich als Kölner Türke, wenn Sie wissen, wie dieser Türkenfritz, wie er da sitzt, sich dafür eingesetzt hat, wie er gekämpft hat in diesem Stadtteil Ehrenfeld? Die Moschee steht ja nicht irgendwo, die steht nicht am Rand, die steht mitten in der Stadt. Da fahren viele tausende Autos dran vorbei. Es ist ein Zeichen, er hat dafür gekämpft, hat dafür Spott bekommen, wird nicht eingeladen. Oder mit einer WhatsApp stellt man sich auch ein bisschen anders vor, die Oberbürgermeisterin. Wir haben heute noch mal mit dem Büro telefoniert, ist am Freitag eingeladen worden mit dem Satz, du kannst morgen sprechen, hätte sich noch eine halbe Nacht überlegen können. Hat sie dann auch nicht gemacht. Ist es blöd gelaufen oder müssen Sie einfach sagen, es war falsch? Natürlich war vieles falsch. Also ich bin zunächst einmal tief traurig darüber, wie es überhaupt gelaufen ist und auch teilweise verbittert. Und wissen Sie, Fritz Schrammer ist für die Kölner Muslime immer jemand gewesen, zu dem man hochgeschaut hat, den man wirklich sehr verehrt hat. Er hat sehr wahnsinnig viel für die Kölner Muslime getan. Und ohne Fritz Schrammer hätte es diese Moschee auch nicht gegeben. Aber die Öffnung hat es ohne Fritz Schrammer gegeben, dafür mit Präsident Erdogan. Das ist übrigens ein Gotteshaus, wenn ich das richtig verstehe. Das ist ein Gotteshaus. Der Präsident Erdogan hat zuletzt im Januar in Edirne eine bulgarisch-orthodoxe Kirche restaurieren lassen und eröffnet. In der Türkei gehört das eben zur Kultur, dass wenn Sie sagen, Politiker jeglichen Couleurs unter anderem Kirchen, Moscheen, Synagogen eröffnen bzw. an Zeremonien teilnehmen. Und deswegen ist das erstmal nichts Falsches. Sie haben gesagt, Sie sind verbittert. Worüber sind Sie denn verbittert? Darüber, dass eben quasi die eingeladenen Gäste, die Türken, unter sich geblieben sind. Wer hat es verbockt? Diese Moschee. Wer hat es verbockt?
Diese Moschee ist im Zentrum von Köln. Es ist ein Zeichen, dass die Muslime in der Mitte der Gesellschaft sind. Und wir haben es alle verbockt. Die Gesellschaft war aber nicht dabei, sondern es war eine Türkei. Ich finde es etwas, ich kann seine Verbitterung verstehen. Auf der anderen Seite eben aber meine Einladung, also persönliches, es war mir ein persönliches Anliegen als Kölner, ja, nochmal Herrn Schrammer darum zu bitten. Und das habe ich auch gemacht. Und ich habe vorher mit dem Präsidenten gesprochen und ihn nochmal persönlich eingeladen. Ja. Unabhängig davon, ob es die DİTİB, die hat es ja vorher getan. Es war ja nicht so, dass ich im Namen der DİTİB die Einladung vorgenommen habe. Nur war es mir persönlich als Kölner Bürger, auch als Kölner Muslim, sehr, sehr wichtig, dass sie dabei sind. Und ich verstehe, wenn Sie die Einladung natürlich auch abgelehnt haben. Es geht nicht um meine Person, es geht um die Stadt. Ich habe auch mit der Oberbürgermeisterin Gespräche geführt. Auch sie hat gesagt, sie hat sich vorher festgelegt. Es gab Schwierigkeiten in der Kommunikation und sie kann jetzt nicht mehr zurückrudern. Das habe ich verstanden, aber wir müssen vieles aufholen. Und ich denke, dass wir jetzt gerade die DİTİB vor allem, und das ist auch eine Forderung gegenüber der DİTİB, dass sie sich da anstrengen muss, dass sie eben die Probleme, die jetzt da sind, erörtern muss, gemeinsam mit Christen, gemeinsam mit Juden, gemeinsam mit den Kölnern, ja, eben die ganzen Themen erörtern muss und sich als Teil der Stadtgesellschaft von Köln etablieren und beweisen muss. Ja. Das ist klar. Klare Worte von Ihnen, Herr Yeneruklu. Wir benutzen das Wort DİTİB so. Es ist vielen geläufig, aber nicht allen. Was ist eigentlich die DİTİB? Die DİTİB ist nach eigenen Angaben die mitgliederstärkste Migrantenorganisation in Deutschland. Sie hat einen direkten Draht zum türkischen Amt für religiöse Angelegenheiten. Konkret entsendet das Amt Imame in die deutschen DİTİB-Gemeinden. Den Vorwurf einer Fremdsteuerung oder einer politischen Einflussnahme weist die DİTİB jedoch seit Jahren zurück. Das Bundesamt für Verfassungsschutz prüft dennoch aktuell, ob die DİTİB-Zentrale staatsfeindliche Ziele verfolgt und unter Beobachtung gestellt werden muss. Das berichtet der Rechercheverbund von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung. Gründe für diese Annahme gibt es demnach einige. So sollen etwa DİTİB-Imame politische Gegner der Türkei in Deutschland ausspioniert und denunziert haben. Die Verfassungsschützer stören sich offenbar zudem an solchen Bildern. Mädchen und Jungen marschieren und posieren in Uniform als Märtyrer. Aufgenommen in DİTİB-Moscheen in diesem Frühjahr in Deutschland. Bei Gedenkveranstaltungen zum Ersten Weltkrieg. Frau Ticker, was denken Sie, wenn Sie solche Bilder sehen? Die DİTİB ist ja nicht irgendwer, wie wir gesehen haben. Sie beeinflusst das religiöse Leben von Deutsch-Türken, Türken in diesem Land entscheidend. Ich finde diese Bilder sehr traurig, weil ich der Meinung bin, dass also es ist ein Gotteshaus, was in Köln errichtet worden ist. Und davor habe ich meinen großen Respekt. Und in einem Gotteshaus geht es darum, eben zu vereinen. Und ich finde es extrem schwierig, dann aber bei so einer Neuöffnung jemanden wie Herrn Schrammer, von dem auch ich persönlich, ich lebe ja in Köln, auch viel gelesen habe immer und weiß, was er so alles gemacht hat. Und er war ja natürlich auch Dingen ausgesetzt, die nicht so schön waren, eben diesen ganzen Kritikern gegenüber. Und ich finde es eigentlich total traurig und schade, dass es, dass man diesen ganzen Kritikern halt in die Karten spielt. Dass die jetzt quasi den Zeigefinger heben und sagen, hab ich's doch gesagt. Also, und das finde ich eigentlich etwas, was ich viel trauriger finde an dieser ganzen Geschichte. Wenn man mal nach vorne schaut, und Sie sind ja jemand, der konkret arbeitet in Integrationsprojekten. Dieses wunderschöne Gebäude steht da jetzt mal in der Stadt. Wir haben ja eben eine Zuschauermail gehört nach dem Motto, Hunde, die bellen, lass sie weiterziehen. Wie kann man es denn schaffen? Nehmen wir das mal als Symbol. Als Ort, um auch nach diesem Besuch, auch nach dieser von Herrn Yeneruklu zugestandenen wenig geglückten, darf ich das so übersetzen, wenig geglückten Einweihung, wie kann man es denn schaffen, dieses Haus tatsächlich zu einem Symbol der Begegnung zu machen, wie es Fritz Schrammer trotz allen Spotts, den er damals bekommen hat, auch immer befürwortet hat? Also Sie sagen es ja schon, ich komme tatsächlich aus der Praxis. Also ich rede halt weniger, sondern setze viel mehr um, wenn es um das Thema Integration geht. Vor allem bei meinem Projekt. Und
Bei mir ist es eben auch so, bei meinem Projekt Scoring Girls kommt es eben nicht darauf an, wo jemand herkommt, weil ich habe jesidische Mädchen, ich habe christliche Mädchen, ich habe muslimische Mädchen, Sunniten, Schiiten, also ich habe kurdische Mädchen, türkische Mädchen, ich habe wirklich alles ganz breit gefächert. Und wie gesagt, da kommt es eben nicht darauf an, wo jemand herkommt oder wen jemand liebt oder wie auch immer, sondern welche Leistungen eben diese Personen oder diese Mädchen auf den Platz bringen. Und ich finde, dass so ein Gotteshaus definitiv auch Begegnungsstätte sein muss. Und man eben auch sowas, ich weiß, dass es auch in der Vergangenheit sowas gab wie Tag der offenen Türen auch in dieser Moschee. Und das fand ich großartig und ich wollte mir das auch unbedingt angucken. Ich habe es nur zeitlich jetzt nicht geschafft, aber dass man diese Türen auf jeden Fall öffnen muss und eben nicht hinter verschlossenen Türen. Nächste Woche ist es soweit. Ja, also dann gerne. Also ich am bin 3. da, ich Oktober, Tag der offenen Moschee. Aber für mich ist wichtig, dass man eben nicht hinter verschlossenen der Türen. Der ist am Mittwoch. Mhm. Ja. Das ist übermorgen. Also wenn übermorgen der 3. Oktober ist, dann ist es übermorgen. Faktencheck? Nee, das braucht man nicht, in diesem Fall nicht. Der Deutschen ein. Nein, ich finde es sehr schwierig, unter anderem, wenn man also als wenn man das Gefühl bekommt, dass man viel lieber unter sich ist und alles unter verschlossenen Türen machen möchte. Und dann fühlt sie, wenn man sich nicht eingeladen fühlt, deswegen kann ich die Reaktion von unserer Oberbürgermeisterin und von Herrn Schrammer auch verstehen, zu sagen, also jetzt braucht man mich auch nicht mehr einladen. Also das war jetzt auch reine Politik und ein Gotteshaus ist nicht dazu da, um politische Reden zu führen. Wie gehen Sie denn für sich persönlich, Herr Schrammer, jetzt, Sie lachen, mit dieser Moschee, mit diesem Gebäude um? Sie kommen da mal vorbei, klopfen Sie da noch mal an oder sagen Sie, ihr könnt mich mal? Nein, ich sage Ihnen ganz offen, auch diese Moschee ist ein so tolles Beispiel gelungener, hervorragender Architektur mit einer Aussage in dieser Form der offenen Gestaltung, die übrigens mit dem Architekten Herrn Böhm, der auch nicht eingeladen war. Das gehört sich eigentlich so, wenn man ein Gebäude einweiht, dass der Architekt auch ein paar Worte dazu sagt, das nur nebenbei. Klar. Dass dieses Haus auch den Herrn Erdogan überlebt. Und ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass über Generationen sich schon auch eine andere Gestaltung eines europäischen Islam in Deutschland bilden wird. Das ist ja erst 60 Jahre her, dass Türken nach Deutschland gekommen sind. Ja. Wenn man andere Zeitgeschichtenentwicklungen sieht, brauchten die auch viel, viel mehr und viel mehr Zeit. Mir wäre ganz wichtig, dass sich der türkische Staat aus dem deutschen Recht eines deutschen Vereins heraushält, dass die DİTİB oder andere Gesprächspartner für uns bereit sind, das Thema der Integration in der Stadt mit solch praktischen Beispielen und vielen anderen, die es ja gibt, wir leben ja in Köln, nun wirklich gut miteinander. Das müssen Sie auch wirklich mal sagen. Es gibt ja Gott sei Dank keine Spannung zwischen den Türken und den Deutschen. Aber woher kommt das? Weil wir auch alle unsere Beiträge dazu leisten. Und da fühlen wir uns schon ein bisschen auf den Arm genommen, ganz erheblich auf den Arm genommen, wenn eine solche Veranstaltung letztlich eine politische wird, die in einem Gotteshaus für mich nichts zu suchen hat. Gerade einen Punkt, dann habe ich noch Zeit, vielen Dank für dieses Brückenbauen, am Schluss eine kleine Schlussrunde zu machen. Stellen Sie sich vor, Erdogan war hier. Sie kriegen eine Einladung über ihn von Erdogan zu einem Gegenbesuch in der Türkei. Wen aus dieser Runde nehmen Sie mit, aus welchem Grund, Herr Özdemir? Stellen Sie sich vor, viel Fantasie. Wen aus dieser Runde nehmen Sie mit? Also ich finde, Herr Schrammer, angesichts seiner Verdienste, die er hat, würde ich es wünschen, dass er da mit dabei ist. Frau Ticker, wen nehmen Sie mit? Ich würde auch Herrn Schrammer mitnehmen, weil ich mit ihm bestimmt lecker Kölsch trinken könnte. Dafür fährt man dann nach Ankara. So sind die Kölner. Herr Schrammer. Ich würde die Bedingung an Herrn Erdogan stellen, dass er mit mir nach Tarsus fährt und dort die christliche Kirche in seinem Land wieder freigibt, dass die Christen dort wieder ihre Pilgerstätte bekommen. Das wäre meine Bedingung, dass ich in die Türkei. Da können Sie auch alleine fahren, Herr Hart. Ich glaube, ich würde Herrn Özdemir mitnehmen. Und warum? Ich komme nur, wenn er auch rein darf. Alles klar. Also als erwünschte Person. Und wieder raus. Und wen nehmen Sie mit? Ich nehme gerne alle zu einem mehrtägigen Besuch mit, wo wir an vielen Orten über viele Dinge in der Türkei diskutieren können und dann später vielleicht mal die Möglichkeit haben, darüber eben in der Sendung auch zu sprechen. Aber wenn Sie Tarsus ansprechen, Tarsus, Mor Gabriel,
ist in den letzten Jahren restauriert worden. Und heißt? Ja, und dort finden, ich habe mich persönlich überzeugen können, dort finden nicht selbstverständlich Gottesdienste statt und sämtliche ehemalige Grundstücke sind Herr Özdemir, ich bitte Sie. Ich habe Erdogan bei seinem letzten Besuch in Köln darauf angesprochen. Ja. Darf ich mal kurz zu den Tagesthemen gucken? Thema zu regeln. Kina Atalay, Entschuldigung, können wir gerade mal eben nach Hamburg gehen? Frau Atalay, Sekunde, es dauert noch einen Augenblick. Ja, schauen Sie, wir machen das gemeinsam. Möchten Sie Krach haben mit dieser Frau? Nein, möchten Sie nicht? Überhaupt auch nicht. Deswegen, Pina Atalay, vielen Dank für diese Schlussrunde, inklusive noch einem kleinen Nachspiel. Frau Atalay, die Tagesthemen. Was ist Ihr Hauptthema heute? Frank, wie soll es mit dem Diesel weitergehen? Darüber wurde zuletzt heftig gestritten. Und heute Abend will sich die Koalition in Berlin nun einigen, ob bei dem Treffen im Kanzleramt schon was herausgekommen ist und was das für die Dieselfahrer bedeutet. Das ist gleich eines unserer Themen. Dankeschön, Tagesthemen mit Pina Atalay. Vielen Dank an unser Publikum und hier in dieser Runde. Ganz herzlichen Dank Ihnen auch. Vielen, vielen Dank für diese leidenschaftliche Diskussion. Wir sehen uns wieder nächste Woche 21 Uhr. Vielen Dank.